kriegen Sie keine Frontalunterrichtsrede von mir, sondern ich kneife gleich ab und wir gehen direkt in eine Diskussion. Und dann wollte ich noch sagen, der Erste oder die Erste, die eine Frage stellen und damit den Eisbrecher sind, darstellen, die müssten eigentlich belohnt werden. Da gibt es einen Drucktopf oder eine Rheumadecke. Das können Sie sich dann aussuchen. Und jetzt kann es losgehen. Bezogen auf den Mindestlohn ist die Sache ganz klar. Wir sind für einen gesetzlichen, flächendeckenden Mindestlohn von 8,50 Euro. Klipp und klar. Letzte Bemerkung, es wird darum gehen, dass die gleiche Bezahlung bekommen. Frauen verdienen im Durchschnitt in Deutschland 22-23% weniger als Männer. Das ist ein Skandal. Wir sind damit eines der schlechtesten Länder in Europa. So, und es gilt auch um die gleiche Bezahlung von Leiharbeitern und Stammbelegschaften. Wir wollen nicht insgesamt die Möglichkeit von Leiharbeit verhindern, weil es auch Unternehmen gibt, die Auftragsspitzen abarbeiten wollen. Und es gibt in der Tat einzelne Frauen und Männer, die sagen, das ist so, wie ich mein Leben organisieren möchte. Ich kann das und das und das biete ich immer neu an, auch über eine Leiharbeitsfirma. Aber wir wollen sie beschränken und es soll auf die gleiche Bezahlung von Stammbelegschaften und von Leiharbeitern hinauslaufen. Mit mir keine weiteren Steuerprivilegien bei der Mehrwertsteuer. Ich denke im Traum nicht dran. Ist für Sie vielleicht eine unangenehme Nachricht, aber ich halte bereits das jetzige Regime der Ausnahmen bei der Mehrwertsteuer für völlig übertrieben. Ich kann mir vorstellen, dass man die Mehrwertsteuer, den reduzierten Mehrwertsteuersatz, begrenzen sollte auf 4 Tatbestände. Lebensmittel, dann haben wir einen Tatbestand, dass auf Mieten keinerlei Mehrwertsteuer erhoben werden soll, was ich nach wie vor richtig halte, weil das eine Grundversorgung ist, die funktionieren soll. Dann glaube ich, der öffentliche Personennahverkehr ist richtig. Kultur ist wichtig. Ich glaube, dass man eine Reform des gesamten Mehrwertsteuerregimes braucht und das auf die 4, 5 zentralen Punkte konzentriert und alle anderen Sondertatbestände abschafft. Wollen Sie denn jetzt antworten? Ja. Antworten bleiben doch schon. Ja, super. Ja.